Also Humor finde ich ist für mich jetzt ganz persönlich ein wichtiges Transportiermittel von Gefühlen, Emotionen, Inhalten, weil es die Menschen öffnet, weil es sie befreit, weil sie lachen dürfen, auch wenn es nicht so korrekt ist, ja. Und durch dieses Öffnen erreicht man sie einfach besser. Ich finde auch eine Qualität vom Lachen ist eben, dass man sich selber erkennen kann, ohne dass man sich bevormundet fühlt. Also man kann was sehen und man kann sagen, oder man kann sich erleichtern durch das Lachen und kann nachher sagen, was für ein Trottel bin ich doch, weil ich bin genauso wie der. Und das hat was sehr Befreiendes, ohne dass man sich danach so schrecklich schuldhaft und schwer fühlen muss. Und man hat trotzdem die Möglichkeit, dann was zu ändern. Ja, genau. Weil die Frage ist ja ein bisschen auch, darf man über so ein Thema wie Rassismus überhaupt eine Komödie machen? Und für mich ist eigentlich so, dass ich das Gefühl habe, wenn es darum geht, eine lächerliche oder eine Gesellschaft in ihrer Lächerlichkeit vorzuführen, dann ist die Komödie die einzige Chance, die Sehe ich ich auch habe. so. Ja, Ja? das sehe ich auch so. Und glaubst du, man darf auf der Bühne rassistische Dinge zeigen, um eine antirassistische Aussage zu machen? Das, ja, volle Fälle. Okay? Auf alle Fälle. Weil das muss man ja fast, Das um es zu muss man zeigen. eigentlich, Ja? ja. Das hat natürlich auch, es zeigt, es ist ein Spiegel, natürlich. Es ist ein Spiegel der Gesellschaft, es ist ein Spiegel, wie man selbst mit dem Thema auch ein bisschen umgeht, weil es ist ja unheimlich verkrampft. Ja? Also, wo fängt es an, wo hört es auf, wo ist es Normalität? Ja? Also, wo sind Menschen, die anders aussehen, anders aus einem anderen Land kommen, eine andere Kultur haben? Sind sie oben, sind sie unten, wo sind sie? Selten auf Augenhöhe. Aber politische Korrektheit ist ja kein Regelwerk, das jetzt hierarchisch vorprogrammiert oder vorgegeben wurde, sondern ist ja eigentlich etwas, womit man versucht, Hierarchien eher auszuhebeln oder zu hinterfragen. Und trotzdem löst ja dieses Regelwerk immer wieder Unbehagen aus. Wie kann man mit diesem Regelwerk umgehen, ohne die Inhalte von dem Regelwerk zu verlieren? Sagst du mir? Ja, wenn ich das wüsste. Ja. Ich glaube halt, dass da auch der Humor eine Möglichkeit gibt, damit umzugehen, dass man eben, weil das ist für mich ein Problem der politischen Korrektheit, dass sie sich dem Humor eigentlich verweigert. Ja. Jetzt im Kosmos Theater. Benefiz, jeder rettet einen Afrikaner von Ingrid Lausund. Und jetzt im Tagtheater Weiße Neger, sagt man nicht, von Esther Muscholl. Und dem Tagensemble. Und dem Tagensemble. Ich denke mir, das Theater ist ein Spiegel, soll ja ein Spiegel sein. Das heißt, die Gesellschaft als Spiegel, da darf man relativ weit gehen eigentlich, also sehr weit gehen eigentlich, weil unsere Gesellschaft sehr weit geht im Rassismus.